Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück bei Svenny in den Bergen, ne? So, wir wollen eben das Gras hier mal eintüten, damit wir auch was an Silage kriegen. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Brauchen wir hier Allrad? Sperre? Kommt hinten mit rein. Viel habe ich noch nicht gemäht, weil ich das jetzt erstmal auch mal ausprobieren möchte. Vor allen Dingen möchte ich jetzt erstmal Silage haben. Und mit diesem Moped bin ich jetzt selbst auch noch nicht gefahren, ne? Bin ich auch ganz ehrlich. Also jetzt mal so ein bisschen ausprobieren. Aber dann kann ich es schon mal gern, ne? Wir sind doch noch einen Schlag mehr mähen, aber das wird auch noch ewig dauern, bis wir hier mit Mähen durch sind, ne? Ja, manche feiern das. Also manche sagen, ist gut, das Projekt, Svenny. Und dann gibt es natürlich wieder die üblichen Kontrahenten, die immer bei den ersten 3, 4 Videos, wie immer hier machen, ne? Das ist ja normal. Also der ist ja... Ist ja immer so, ne? Aber die Leute haben auch meinen Segen, ne? Wenn sie damit glücklich sind, dann sollen sie das machen, ne? Weil noch ist das ja auch mein Kanal und ich entscheide, was ich mache oder nicht, ne? Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Man muss auch mal so fair sein. So. Na, dann war auch geklärt. Wir wollen das Ding eben ausprobieren. Habe ich gesagt, ne? Ich bin nicht fit in letzter Zeit, ey. Es ist schlimm. Dann kannst du auch schlecht so spaßige Videos machen, ne? Sagen wir, wie es ist, aber die Zeit kommt auch noch wieder. Im Moment habe ich echt mehr schlechte Phase wie gute Phase. Aber das läuft schon mal ganz gut, ne? Diesen Streifen, ne, den bin ich am überlegen, ob wir den direkt im Untergrubber, ne? Und was sehen. Hatte ich ja gesagt, dass wir wahrscheinlich diese Seite ein bisschen mehr Acker machen. Wir haben ja nicht mal eine Drille oder so. Aber da werden wir uns auch irgendwas mieten. Ich meine, ich habe Fälleerstellung mit Grubber an. Bin mir aber auch gerade nicht sicher. So, jetzt können wir aber auch mal einen Gang hochschalten, ne? Berg runter geht's ja ganz gut, aber Berg hoch, du heiliges Blech, ne? Merkst du auch mit dem... Was ist das? Abby? Ne, Abby ist es nicht. Der heißt ja anders, ne? Mit der heiliges Blech, ne, du. Der tut sich da auch ganz schön schwer. Ringitrag. Ein Ringitrag, cool. Na komm, wenn wir gerade schon hier sind, machen wir ihn leer, ne? Das ist kein Problem für uns. Wie viele Gänge hast du? Ah, du fährst 52. Wo denn? Habe ich hier was verpasst mit 52? Ich glaube wohl, ne? Der alte Verkehr hier oben, ne? Da muss er sein, ne? Kollege? Kommen wir eben hier ab, du. Oh, diese Weinberge, ne? Aber wenn die wegmachst, ist das ganze Gras wieder weg. Die letzten schon mal ausprobieren, ja. Hier ist noch nicht so ganz gerade an unseren Hof, du. Sieht einer was? Ich sehe gar nichts. Oh, guck mal. Cool. So, machen wir den Hobel eben an. Dann kann das nämlich hier schon mal so langsam vor sich hin silagieren. In Silage. Ach, er kann Silage produzieren, sagen wir so. Abflug. Du sollst 52 laufen. Ein Traum oder so. Oh ne, der läuft schneller.
Alter, der ist aber grottenwendig, du. Guck mal, bin ich runter mit Rückenwind, läuft der 52. Läuft bei euch, wer? Sag mal. Die Straße müsst ihr aber nochmal wieder frei machen, ne? Ich muss hier ja auch mal ab und zu lang fahren. Mir zumindest wünschenswert, ne? Wenn das läuft. Hier ist die Silage, haben wir gleich fertig, ein Silo. Dann machen wir die Seite Heu und die Seite weiß ich nicht. Kriegen wir hin. Aber dieses Projekt kommt halt nicht jeden Tag, ne? Das ist mir im Moment ist mir das zu viel. Ich bin immer ganz ehrlich. Und dann bin ich froh, wenn ich überhaupt Videos hinkriege. Aber nur, dass ihr das von vornherein wisst, ne? Also nicht jeden Tag. Das ist zu viel. Sonst läuft der Hobel aber, ne? Von innen gut gemacht, du. Heiliges Blechle. Korrekt. Bin ich runter, läuft der echt gut, ne? Du hältst noch auf Drehzahl, ne? Oh, okay. Das läuft. Viel Nährgäger. Oh, man hat sich hier aufgelöst. Wir machen den eben wieder leer. Das lohnt jetzt nicht, dann so eine halbe Bahn noch hochzufahren und dann hier wieder hinzujuckeln. Nee, das lohnt nicht. Kannst du besser eben leer machen. Finde ich persönlich sinniger, als wenn du dann da erst noch die halbe Wiese wieder hochreizt. Dann musst du hinterher wieder die halbe Wiese hochreizen. Dann fahren wir eben einmal mehr hier. So rein, ne? Sehr denn, da muss aber ordentlich auf die Bremse treten, dass der nicht hier wegrollt, du. Heiliges Blech, ne? Ich weiß immer noch nicht, wie wir mit den alten Weinbergen dafür fahren, ne? Kotzt mich ein bisschen an. Guck mal, da klappt sogar die Klappe runter. Genial. Ist gut gemacht, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist richtig gut gemacht. Nicht schlecht, ey. Gefällt mir. Ja, mit dem Muck wieder mit, man. Habt ihr einen Plan, was wir mit dem Weinbergen machen sollen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich auch nicht. Wenn ich die abreiße, müssen wir da Acker hinmachen. Weil, oder das Gras pflügen, eins von beiden nehmen. Das ist echt lästig. Sagen wir, wie es ist. Streuer steht ja auch noch, ne? Guck mal, echt, das läuft. Schöne breite Pickup, ne? Geht über die ganze Breite. Echt. Gefällt mir.
Echt, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir gut, Jones. Mal wohl ein. Reform. Kenn ich gar nicht. Gibt's bei uns nicht. Macht sich ein bisschen nass, aber so sieht man erst, wie steil das ist, ne? Kommen wir mal hier im Bild vor. Wenn du da so drinnen sitzt, guck mal, jetzt siehst du erst, wie steil das ist, sitzt du drinnen. Fällt einem da gar nicht so auf, ne? Echt, gefällt mir das Moped, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wie ist der denn? 95,2 ist doch Antenne Münster. Antenne Münster ist 95,2. Zumindest bei uns im Radio. Ah. Was ist denn hier in Schweiz, in Erlengrad dann in Radio? Sagt man Jones. Müsst ihr ja wissen, oder? Ups, ich habe noch so ein Dashboard an. Ist hier sogar aktiviert, gucken wir. Dann können wir auch mit Ladewagen-App fahren. Oh, falsche Richtung. Hier, guck mal. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass das an ist. Komm, den halben Schwatt, den nehmen wir gleich eben noch mit. Da ist ja eh so eine Spitze. Von den paar Bauern haben wir jetzt gleich schon 30.000 Liter Gras, ne? Einiges Blechle. Ist schon eine ganze Menge. Hier war die Spitze, ne? Gar nicht. Sag mal, habe ich die Kamera so weit weggestellt oder das Tablet so weit? Sven, du bist ja so ein Bienenflüger. Mitten in der Aufnahme musst du hier rumtuttern. Aber vielleicht sieht man es ja. Nicht wirklich, ne? Komm, mein Junge! Schaffst du bis da hinten? Morgen ist auch gleich voll. Nicht? Würde noch was reinpassen, aber. Das, was rein sollte, ist drin. So, mach mal hoch. Mach mal aus. Und guck mal, das läuft. Gar nicht so uncool. Hupe ist nicht schlecht, ne? Ansonsten hier von innen echt gut gemacht, ja. 35.000 Monitore drin, brauchst wahrscheinlich heutzutage, ich weiß nicht wofür, aber... Ja. Ich weiß noch nicht, was wir da machen, du. So ein bisschen Forstgerät können wir noch kaufen, aber dann sollten wir vorher auch so ein bisschen Bäume noch pflanzen, ne? Wie gesagt, wir werden hier ackertechnisch mehr mit Mieten arbeiten. Weil, ja, wir brauchen es eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es mehr ein Grünlandbetrieb. Wir machen so ein bisschen wegen Stroh. Obwohl wir das eigentlich gar nicht bräuchten. Sagen wir, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. Premium, ne? Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!